Phil, war schwierig, war vielleicht etwas zu wenig, was meinst du? Nö, also zu wenig mit Sicherheit nicht. Wenn ich sehe, wie viele Spiele wir jetzt die letzten 4-5 Wochen hatten, jedes Mal Samstag, Mittwoch, dann muss ich eigentlich wirklich einen Hut ziehen, wie wir bis zum Ende Gas gegeben haben, wie sich die Jungs reingehauen haben, wie sie alles versucht haben bis zum Ende. Dass du dann am Ende noch ausgekontert wirst, okay. Aber ansonsten habe ich ein ganz klar dominierendes Spiel von uns gesehen. Klar, die aus Oberaachen haben es gut gemacht, haben ihr Spiel kompakt gemacht, haben sich auf die Zweikämpfe verlassen und ein bisschen auf Konter gespielt. Ja, nichtsdestotrotz denke ich, waren wir das spielbestimmende Team und daraus ziehe ich gute Schlüsse für die nächsten Partien. Wie hat sich der plötzliche Rücktritt von Trainer Hartmut Kaufmann ausgewirkt? Ja, wie hat sich das ausgewirkt? Schwer zu sagen. Auf der einen Seite stehst du natürlich dann von einem Tag zum nächsten ohne Trainer da. Es ist in jedem Kopf von jedem Spieler irgendwie viel Gedanken drin und so. Muss aber Lob aussprechen für Marius Mössner und Stefan Karcher, die da in die Bresche gesprungen sind, die mal wieder die Grundwerte eingefordert haben und es geschafft haben, das Team zusammenzuhalten. Jetzt haben wir mal wieder eine Woche, eine ganz normale Woche, wo wir gut arbeiten können. Ich glaube, die Mannschaft ist gewillt, erstens das anzunehmen, zu arbeiten und sich zu verbessern. Und genau so positiv wollen wir in die Zukunft schauen. Und das, was war, ist gewesen. Und es gilt, den Blick nach vorne zu richten. Es geht weiter, es geht voran und es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Was muss man vielleicht dafür tun, damit diese besseren Zeiten kommen, abwarten, bis sich vielleicht das Glück wieder meldet? Oder wie kann man dem Glück nachhelfen? Bin ich so der Typ, der auf sein Glück wartet? Ich bin ein Typ harter, ehrlicher Arbeit und versuche alles in die nächste Trainingswoche reinzuwerfen und versuche es den Mitspielern mit auf den Weg zu geben, dass wir alle unser Glück auch wieder erzwingen. Ja? Natürlich ist so ein bisschen die Situation, wenn du oben stehst, dann fallen sie dir rein. Wenn du hinten stehst, dann geht er an den Pfosten, an den Rücken vom Torwart und dann ins Tor. So ist Fußball, so müssen wir das nehmen. Dafür müssen wir dann anfangen, jetzt einfach nach vorne zu schauen, positiv in die Sache reingehen, unser Glück wirklich erzwingen, geil drauf sein, auch wieder Fußball zu spielen, mutig zu sein, diese Linie nicht verlieren.